Oh, Lars, du bist ja schon da zu deiner Schicht als Kanalisationsputzer. Ich esse gerade willst du ein Stück verbranntes Toast? Du hast verbranntes Toast? Hat mir meine Frau gemacht. Ich habe auch verbranntes Toast von meiner Frau bekommen. Wow, das ist ja ein Zufall. Bist du bereit? Ein Stück Fleisch? Ja, hey, was hast du für Fleisch? Ich habe Rottenfleisch. Oh, hey! Du auch, oder was? Gott. Oh mein Gott, Lars, du und ich sind ja richtig gleich, du. Ja, hast du Bock auf jeden Fall heute ein paar Kackerohre zu putzen? Ha, oh, das wird richtig nice, ey. Das wird richtig gut, ey. Oh. Und dabei essen wir erstmal unseren vertrockneten Toast. Oh ja, das wird ein schöner prima, Tag. Prima. So, dann würde ich mal sagen, ran an die Arbeit, oder? Schön das Ding jetzt aufmache und ab geht's, ne? Bist du bereit? Auf geht's. Ich bin bereit. Es wird bestimmt wieder ein kleines Abenteuer. So, Oh, das ist die Kanalisation, wie ich sie liebe. Oh. Warum ist hier ein Teddy unten? Weiß ich nicht, aber manche Kinder sind ganz schön widerlich. Die spülen ihre Teddys aber die Toilette runter. Lass uns erstmal Mittag machen, oder? Jetzt machen wir erstmal Mittag. Erstmal einen kleinen verbrannten Toast, oder? Brotzeit, ja. Lecker Bredle. Nee, ich brauche da ein bisschen Butter für oder einen kleinen Aufstrich. Vielleicht finden wir hier unten ja was. So. Oh, guck mal, hier ist Dings. Ein Stück Kuh. Stück Kuh? Oh, ja, das war mal eine Kuh. Man wurde wahrscheinlich ein Stück runtergespült. Was haben wir da? Der Typ hat sich totgearbeitet. Ja, ja. Totarbeit. Das ist der echte Smitty Warben Jaggerman Jazz. Der liegt einfach hier, gell? Ja, in der Kanalisation. Der liegt doch einfach so richtig vertrocknet in der Ecke rum. Okay, also Ventilation läuft. Es hält uns eigentlich nichts davon ab, jetzt in die Schicht zu gehen. Geh mal los, ein bisschen Rohre putzen, sagst du. Ja, Sir. Auf geht's, los geht's, ab geht's. Drei Tage wach, du. So. Drei Tage wach. Oh, oh, guck mal. Die was ACMCs ist? Sind hier. Die, was? Was? Was geht ab, Zuschauer? Das ist die Band. Warum aber sind die in der Kanalisation? Unten? Ich weiß es nicht. Hey, hey, ACMC. Was Typ sieht auch ziemlich fertig aus. Ich glaube, der hat zu viel an Kacker geschnüffelt. Denkst du? Ich glaube, die haben... Nehmen Sie Platz, Skelett und Enderman. Klar, kein Problem. Sieht schon. Oh, was? Wir haben sogar die besten Plätze hier gleich in der Kanalisation bekommen. Ja, Mann. Was ein Glück, muss man sagen. Ja, das dann halt auch ganz schön eins und zwei und kleine Schlägerei. Oh, mal gucken, was der hier jetzt abschießt. Der Zombie hinten, der Ork, der haut jetzt ein bisschen was rein. Ihr seid eingesperrt in dieser grauenhaften, ekligen Kanalisation. Wie geht die Szene weiter? Man weiß es nicht, denn ich rappe im selben Ton. Ah, ich hau ins Mikrofon immer komische Sachen rein, denn ich rappe. Diese Kanalisation ist groß, sehr groß. Es gibt nur einen Ausgang. Macht mal ein bisschen Applaus! Yeah! Ja! Irgendwie ergibt das gar keinen Sinn. Was? Ergibt das alles irgendwie gar keinen Sinn. Ich finde die irgendwie nicht so nice. Die ACMCs magst du nicht? Was? Die sind komplett verschwunden. Auf einmal weg. Und woher kommt dieser komische Steinbalken, der da jetzt einfach erschienen ist, gell? Das war so. Naja, egal, wir müssen aber weiter an die Arbeit. Aber schnuckelige Typen, hä? Weiter schnuggelig. An die Arbeit. Schnuggelige Kerl. So. Oh, schnuggelige das sind Kerl. Diese ekligen, diese ekelhaften Dinger. Hey, weg mit euch. Lass eine essen. Das ist die einzige Mahlzeit, die so ein Kanalisationsmitarbeiter noch gescheit bekommen kann. Oh, nein, wir kommen da nicht hin. Oh Mann, Mist. Die haben uns richtig abgehängt, Alter. Warte, doch, ich kann das, warte. Nein, Lars, probier's lieber nicht. Mach Breakdance. Lass lieber irgendwo anders gucken, was wir da finden können. Hier, vielleicht finden wir noch in dem Rohr was drin. So. Vielleicht sollten wir uns einfach an der Wand reiben. An der Wand reiben? Oh, ja. Liebe diese Reste an dieser Wand. Da ist einer! Box ihn! Hau ihn! Oh mein Gott! Ich hab einen starken Oberarm! Du hast einen starken Oberarm! Hau ihn! Ich hab ihn! Ja! Fischbrötchen. Fischbrätle. Lecker. Und darauf, ja, Mann, das ist ja also so ein kleiner Silberfisch zwischen so zwei Scheiben verbrannter Toast. Das ist schon was Schönes, oder? Ah, ich liebe den Job. Ah, wir müssen auch hier mal den Missy deine Lampe austauschen, ne? Da oben ist wieder ein bisschen mau geworden. Ist ganz Licht. Schön dunkel hier drin, oder? So, stimmt. Dann lass mal abchecken, was hier noch so gibt. Wir müssen eigentlich Dings Sektor B putzen, habe ich gehört. So. Oh, das ist der Dings. Das ist, wie heißt der nochmal, dieser Megalodon, der ist hier, weil der hat hier unten mal gewohnt. Das ist sein Dings, sein Skeleton ist das. So, dann haben wir. Ah, die gute Kackestraße. Riechst du das? Köpfer! Erstmal Köpfer in die Kacke rein, gell? Oh, guck mal hier. Oh yeah! Ein bisschen in die Kacke schwimmen. Ich steck fest. Du bist gerade in der Decke einfach stecken geblieben. Achtung, was? Und Köpfer! Lass! Was ist? Da hinten ist die Polizei, die suchen uns noch. Diese Kriminellen. Psch, komm,
tauch in die Kacke ab. Tauch in die Kacke ab. Was kann er irgendwie übel schnell in der Kacke laufen? Ja, finde ich auch. Diese Kriminellen. Das sind die, die uns noch aus der Gangsterfolge suchen. Falls ihr die Folge mit den Gangstern nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall rein. Die haben ein schlimmes Kanalisationsschwerverbrechen begangen. Dafür werden die büßen. Oh, Olas, wir haben gar keine Waffen dabei. Alter, die haben Pistolen und sowas in der Hand. Jo, der eine hat sogar einen Donut in der Hand. Junge, der hat einen Red Chili Flavor Pepperoni Sriracha Donut in der Hand. Das ist eines der heftigsten Geschosse, die man so essen kann. Pack deine Donuts weg, die können überall hier sein. Dieser graue Schädelkopf und kotzgrüner Enderman. Was? Naja, eigentlich bist du komplett dunkel. Kotzgrüner Enderman. Jetzt sei mal kein Baby. In der Kacke. Los, lass hier raus. Nein, wir müssen unter der Decke. Denkst du, das ist das, was ich denke, was es sein könnte? Hast du es gehört? Hey, komm jetzt hier wieder schnell in die Kacke rein. Hast du es gehört? Ja, schnell. Wir laufen uns vorbei. Alles gut. Ich bade in schönem Wasser. Okay. Sieht so. Okay. Alles easy. Alles easy. Perfekt. Lass hier schnell rausgehen. Guck mal. Was denn? Ich hab hier ein bisschen Pipi gefunden. Hier, ne? Ein bisschen Pipi zum Trinken. Das ist einfach Bier, was du gefunden hast. Okay, dann lass mal weitergehen. Was haben wir? Exit das Spiel. Schlüssel nötig. Lass, wir müssen hier schnell raus, bevor uns die Polizisten erwischen. Exit das Spiel? Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Da geht's hier nicht lang, da ist zu. Was soll eigentlich diese... Vielleicht kann man hier ein dickes Ei legen. Was soll diese Treppe hier eigentlich bezeugen? Was soll das sein? Eine Treppe, die einfach gegen die Decke geht. Geht da eigentlich wirklich nirgendwo hin? Ist irgendwas in den Kisten drin? Ich steck fest! Ah! Nee. Oh Mann, hier ist ja alles voll. Junge, hier hat aber jemand eine Toilette einfach in die Kanalisation eingebaut. Kanalisation. Ja, stimmt. Eigentlich ist eine Kanalisation echt ein guter Ort, um einfach mal einen guten Schiss zu legen, ne? Ich auch nicht weiter. Oh, okay. Was haben wir hier? Das ist hier so ein kleiner Managerraum so. Oh! Was sind das denn für Jungs? Oh Gott. Hä? Woher kommen die denn? Ach, das ist Dings hier. Wolfgang Kennst und Timo. Nicht? Ja, prima, Timo. Ey, das sind unsere... Ja, ich glaube, das sind unsere Kollegen, gell? Das ist Konkurrenz oder sowas, gell? Ja, guck mal, Chef. Hi. Was geht ab, Timo und Wolfgang? Moin. Ich glaube, ihr hättet mal... Klein Kackegraber. Wie geht's euch? Oh, da sind die ja, unsere neuen Praktikanten. Was? Praktikanten? Nein, Sie verstehen da was falsch. Wir sind hier nur zu Besuch. Wir wollten hier eigentlich nicht so lange bleiben. Aber etwas verspätet. 4 Stunden! Und Sicherheitsschuhe habt ihr auch keine an! Ich hab, glaube ich, gar keine Schuhe an. Ich hab, glaube ich, auch keine Schuhe an. Wir haben unsere Schuhe vergessen im Auto. Deswegen, ich hab die eben in dem Packetümpel verloren. Ja, genau. Und deswegen müssen wir hoch. Sowas darf nicht vorkommen. Hören Sie zu. Wir haben unsere Schuhe im Auto oben vergessen. Und deswegen brauchen wir den Schalter, um kurz hochzukommen. Das verstehen Sie doch sicher, Wolfgang, oder? Ist doch eine ganz simple Sache, Timo. Findest du nicht? Also, wir brauchen den Schlüssel. Ach, ihr habt eure Sicherheitsschuhe im Auto. Ja, natürlich. Das ist Ihnen doch bestimmt so auch schon mal langsam passiert. Oh, guck mal, der Timo hat Schlüssel. Ja, Timo, kannst du mir den Schlüssel mal passen? Ja, hier, ihr braucht den Schlüssel für den Ausgang. Ja, schick. Ja, wunderbar. Danke, Timo. Danke, Wolfgang. Ne? Also, ein Stück Rottenfleisch dafür. Vielen Dank. Wir helfen euch gleich beim Kacke ausgraben. Aber in spätestens 2 Minuten seid ihr wieder hier. Ja, kein Problem. Wir sind gleich wieder da und dann wird gemeinsam erstmal ein bisschen Kacke abgeschaufelt. Ha? Das wird super. Ha? Ja. Okay, schnell, lass hier weg, Alter. Ich habe keine Lust, hier zu arbeiten. Das ist schon ein bisschen eklig hier. Jetzt wieder hier ein bisschen in der Kacke baden. Nein, wir haben schon in der Kacke gebadet. Jetzt, okay, pass auf. So, exit das Spiel. Wir machen jetzt dieses Ding auf. Bist du bereit, Mann? Ich leg los. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie das Ding hier überhaupt aufgeht, okay? 3-1. Oh mein Gott! Ja, das funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht? Oh mein Gott! Es funktioniert doch! Es hat nur ein bisschen gedauert. Alter! Lass laufen! Dann lass einfach laufen. Bist du dir sicher, dass wir einfach so gehen können? Okay, lass die Tür einfach offen. Lass gehen. Machen wir. Hast du das Fischbrötchen mitgenommen? Ja, Alter, hier leuchtet es ja alles noch so. Da! Ich sehe sie! Stefan? Ja, was? Doch. Warte mal. Schnell hinterher! Ich glaube die... Hey, glaubst du, das sind die Polizisten? Oh, Junge, das sind die Polizisten! Lauf, schnell! Mach oben auf! Diesmal verarschen uns die Rabauken nicht! Das sind die! Die sind hinter uns! Komm schnell! Ich komme! Mach zu! War ein Klacks! Oh, da unten sind sie, ich sehe sie!
Komm nicht durch. Du musst dich draufstellen. Musst dich draufstellen, dann geht es nicht auf. Ey, hast du mal Mach Euro? Auf! Aufmachen! Lars, du musst aufhören, den Automaten da anzuschnorren. Ich stehe drauf, die kriegen die Tür nicht auf. Ich stehe auf dem Gulli drauf. Die haben keine Chance. Okay. Hier spricht die Polizei. Öffnen Sie die Luke. Nein. Wir lass dir mal ein Stück Rottenfleisch runterwerfen. Nein, wir dürfen nicht. Sind die da immer noch? Ich weiß nicht. Ja. Nee, die sind runtergegangen. Aber jetzt können wir noch... Schmeiß ein bisschen Toast runter. Hier, da habt ihr unseren Toast. Ja. Und hier habt ihr Rottenfleisch. Und schnell wieder zumachen. Ach, Stefan. Okay. Ja, good old Stefan, ey. Ja, das war doch mal eine richtig gute Aktion, muss ich sagen. Also, ja, das auf jeden Fall. Oh, was ist das denn? Was? Ich weiß es nicht. Guck mal da. Das ist irgendwie so ein... Was? Der sieht ein bisschen eklig aus. Das ist ein laufender Guten Riesenpopel. Tag. Hallo, Riesenpopel. Hören Sie zu, wie geht's Ihnen denn? Ich bin neu hier in der Stadt und habe eine Frage. Wissen Sie, irgendwie kommt mir dieser Charakter von irgendwo bekannt hervor. Von wo ist das nochmal? Hören Sie zu. Sie suchen nach was Besonderem? Es ist mir etwas unangenehm. Wahrscheinlich will er ein Stück Toast. Ich glaube auch, dass der bestimmt ein Stück Toast ist. Weil, also, falls Sie Toast haben wollen, Lars hat doch ein bisschen trockenen Toast. Aber wissen Sie, wo es hier zur Kanalisation geht? Ach, die Kanalisation suchen Sie. Ja, klar. Lars, machst du ihm die Tür auf? Die Kanalisation ist direkt hinter ihm. Schauen Sie mal. Da, genau da. Ja, genau. Da müssen Sie reinhüpfen. Echt? Och, okay. Was für nette Monster. Ich bin wieder da. Seid alle wieder da, gell? Ja, genau, richtig. Tschüss, ich wünsche Ihnen da noch viel Spaß. Ade, ciao, ciao, bye, bye. Hier ein bisschen Rottenflash. So. Jetzt ist aber Schluss. Jetzt will ich auf jeden Fall eine Tafel Schokolade haben. Und ich gehe jetzt erstmal eine Runde baden. Meine werten Damen und Herren, wir haben die Folge tatsächlich wieder bestanden. Und ich wollte gerade eben wieder Ansage machen. Auf jeden Fall, meine werten Damen und Herren, das war's natürlich wieder aber heute mit der Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da und schaut euch auf jeden Fall auch die ganzen anderen 24-Stunden-Folgen an, die wir bisher gedreht haben. Schaut bei Lars vorbei und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!